Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Ich war vor einigen Wochen in Sachsen-Anhalt unterwegs und mein Ziel war es, endlich einmal diese Himmelsscheibe von Nebra mir anzuschauen. Dieses bedeutsame bronzezeitliche Objekt, was vor ungefähr 20 Jahren gefunden wurde in der Nähe von Nebra im Unstruttal und eben heute im Museum für Vorgeschichte in Halle zu sehen ist. Ich war aber nicht nur dort, in diesem sehr, sehr tollen Museum im Übrigen, sondern auch vor Ort am Fundort. Dort gibt es ebenfalls eine Art Ausstellungsgebäude, die Arche Nebra, die dort vor ein, zwei Jahren eröffnet hat, wo man sehr viel über die Scheibe selbst erfährt und im Museum dann sehr viel über den Kontext erfährt. Und nicht nur das, ich habe mir dann auch noch dieses Buch durchgelesen von Harald Meller und Kai Michel, Die Himmelsscheibe von Nebra. Harald Meller ist derjenige, der Chef Landesarchäologe in Sachsen-Anhalt, der also im Wesentlichen die Forschung geführt hat hier zu dieser Scheibe. Kai Michel ist ein Wissenschaftsjournalist und Historiker und die beiden haben dieses hervorragende, hochunterhaltsame, spannend zu lesende Buch geschrieben. Und das Ganze hat mich so begeistert, muss ich mal sagen, und überrascht und eigentlich erschüttert, dass ich das vorher gar nicht richtig wusste, dass ich gerne darüber ein, zwei Videos machen möchte, um das so ein bisschen zu übermitteln. Denn ich glaube, es wissen noch viel zu wenig Leute von diesem Wahnsinnsobjekt. Bevor wir dazu kommen, mal ein Hinweis in eigener Sache. Diese Art Videos sind sehr aufwendig in der Vorbereitung, Recherche, Durchführung, Produktion für mich als Einzelkämpfer. Und im Prinzip ist das nur möglich, weil mich ja inzwischen schon mehrere hundert Leute monatlich finanziell unterstützen per Crowdfunding. Vielen Dank dafür. Falls ihr auch Interesse daran habt, schaut einfach mal in die Links in der Videobeschreibung. Es gibt zwei Plattformen, wo das geht, Steady und Patreon. Und wenn du den Links folgst, dann erkläre ich das ein bisschen per Video dort, wie das funktioniert. Also danke schon mal. Und jetzt starten wir rein, indem wir uns mal die Himmelsscheibe erst einmal genau betrachten. Und ich habe mir mal hier so eine Nachbildung gebastelt. Und das Schöne daran ist, das Ganze ist wirklich in der Originalgröße, etwa 32 cm im Durchmesser, aber Gott sei Dank deutlich leichter. Also in Wirklichkeit wiegt das so 2-2,5 Kilo. Meine ist federleicht, weil es nur aus Pappe und Papier ist. Wie auch immer, man kann, glaube ich, hier sehr schön ein paar Sachen zeigen und dann schauen wir uns erstmal vielleicht sozusagen die Grundstruktur dessen an, was hier eigentlich zu sehen ist. Ich hoffe, ihr seht das mit der Kamera einigermaßen gut. Also das ganze Objekt ist metallisch aus Bronze, erstmal sozusagen als Grundbasis und mit Goldobjekten versehen. Und was sehen wir darauf? Wir sehen darauf sozusagen so kleine runde Plättchen, die man relativ unschwer und ziemlich sicher als Sterne definieren kann. Gerade im Zusammenhang mit diesem Objekt hier ein ganz offensichtlich irgendwie ein zunehmender Mond, ein Halbmond oder ein Halbmond ist es ja nicht, also ein zunehmender Mond und einem runden Objekt, das entweder ein Vollmond sein könnte oder auch eine Sonne. Zu diesem Thema werden wir sicher noch kommen. Außerdem finden wir hier an der Seite einen Bogen, ebenfalls einen Goldbogen. Und an der anderen Seite hat es diesen Bogen offensichtlich auch gegeben. Da sieht man noch, ich weiß nicht, ob das hier zu erkennen ist. Ja, ich denke ja, so eine Rillung. Also es waren auf beiden Seiten entsprechend die Bögen. Und außerdem gibt es hier noch unten einen weiteren Bogen, der etwas anders aussieht. Das sind sozusagen die Objekte, die sich hier auf dieser Bronzeplatte befinden. Außerdem, außenrum gibt es kleine Löcher, die hier eingeschlagen wurden. Das sind insgesamt 39 Löcher, die wir dort sehen. Soweit sozusagen erstmal zu den Basissachen, die wir hier sehen. Das Ganze wurde gefunden, wie gesagt, in der Nähe von Nebra im Unstruttal, am Mittelberg, und zwar eingegraben. Das wurde gefunden von, ja, wie soll ich sagen, illegalen Schatzsuchern, Grabräubern kann man sie nennen. Die ganze Fundgeschichte und die Geschichte, wie das dann in die Hände der Landesarchäologen gekommen ist, ist wahnsinnig spannend ebenfalls. Aber das lasse ich jetzt mal komplett weg. Das kann man in diesem Buch sehr schön nachlesen. Es ist ein Krimi für sich. Am Ende ist das aber dort gelandet. Auf jeden Fall, diejenigen, die das gefunden haben, haben das also vergraben, gefunden und haben das auch nicht besonders sorgsam ausgebuddelt. Sie haben es erstmal sozusagen mit Metalldetektoren geortet und dann mit einem Zimmermannshammer, glaube ich, erstmal freigeschlagen. Und deshalb sind hier Schäden drin, also so ein Metallplättchen rausgeschlagen worden. Und hier oben, also der Bronzerand, ist hier auch zerstört teilweise worden. Die Himmelsscheibe wurde nicht isoliert vergraben, sondern man hat
bei ihr gefunden zwei Schwerter, zwei Beile, ein Meißel und zwei Spiralarmringe. Und das wird noch bedeutsam sein. Unter anderem hat das geholfen, das Alter dieser Scheibe zu identifizieren. Und vielleicht fangen wir mal mit diesem Thema an, denn das ist vielleicht immer das Erste, was einen Archäologen interessiert. Wie alt ist das, damit man das einordnen kann in einen Kontext? Die Schwierigkeit bei Metallobjekten ist, dass man das nicht mit irgendeiner einfachen Methode bestimmen kann. Deswegen ließ sich das jetzt auf dem ersten Blick nicht analysieren, wie alt dieses Objekt wirklich ist. Aber sie hatten Glück, denn an einem der Schwerter war noch ein bisschen Holzrinde, ich glaube Birkenholzrinde, erkennbar vorhanden. Und da konnte man die C14-Methode anwenden und die ergab, dass also dieses Holz, was dort verwendet wurde, etwa 3600 Jahre alt ist. Und da die Schwerter unbenutzt waren und vermutlich für diesen Zweck des Eingrabens, so merkwürdig das klingt, erstellt wurden, geht man also davon aus, dass diese Scheibe zusammen mit den anderen Objekten etwa vor 3600 Jahren in die Erde eingegraben wurden, so in dem Zeitraum, das heißt 1600 vor Christus. Nun heißt das natürlich noch nicht, dass die Himmelsscheibe auch zu diesem Zeitpunkt erarbeitet wurde. Die kann natürlich auch älter sein oder, was auch behauptet wurde am Anfang, sie kann auch viel jünger sein. Sie kann auch irgendein Fake aus dem 19. Jahrhundert sein, was dann gewissermaßen dazu gelegt wurde oder zusammengelegt wurde mit den anderen Objekten. Da hat man aber, und das kann man wohl beim Metall, man kann aufgrund von Datenbanken identifizieren, aus welcher Quelle in etwa die Metalle stammen und weiß, ob er aus modernem Bergbau stammt oder aus altem. Und das hat sich wohl eindeutig erwiesen, dass das definitiv kein modernes Metall ist. Bronze ist ja eine Legierung aus Kupfer und Zinn und man hat Datenbanken über die verschiedenen Kupfervorkommen, auch die in alten Zeiten verwendet wurden. Und man hat sehr genau bestimmen können, woher das Kupfer hier stammt. Das stammt nämlich aus dem Ostalpengebiet. Das ist insofern interessant, weil es auch im Harz und im Erzgebirge Kupfervorkommen auch schon zu damaliger Zeit gab, aber man hat es importiert von etwas weiter her. Das Zinn in dieser Bronze, auch das konnte man identifizieren, das stammt aus Cornwall. Das ist einerseits bemerkenswert, weil das darauf hindeutet, dass es schon Fernhandel in dieser Zeit gegeben hat, wobei das keine neue Erkenntnis ist, das wissen wir auch aus anderen Zusammenhängen. Cornwall ist überhaupt die wichtigste Fund- und Lager- und Erzeugungsstätte, sage ich jetzt mal, für Zinn, auch noch lange Zeit danach. Mit dem Gold ist das schwieriger, aber auch gleichzeitig interessanter. Sie haben erstmal sehr, sehr lange gebraucht, um herauszufinden, woher dieses Gold stammt. Sie haben es dann rausbekommen, auch aufgrund von Vergleichen, Datenbanken, weil jedes Gold ist irgendwo ein bisschen anders. Und das Gold stammt wohl auch aus Cornwall. Das Gold ist aber noch in einer anderen Hinsicht sehr interessant, denn man hat festgestellt, dass hier unterschiedliches Gold verwendet wurde bei den verschiedenen Objekten. Und zwar, ich nenne sie jetzt mal die Sterne und diese beiden Objekte, Mond und Sonne oder Mond und Mond, die sind aus dem gleichen Gold gefertigt worden, während diese Bögen an den Seiten aus anderem Gold zusammen mit diesem einen Stern gefertigt wurde. Und das bestätigt eine Vermutung, die man schon sehr früh hatte bei der rein äußerlichen Betrachtung der Himmelsscheibe, nämlich, dass diese Bögen später angebracht wurden. Warum hat man das vermutet? Weil, wenn man das, ich weiß nicht, ob ihr es erkennt, wenn man nah rangeht, sieht man das ganz gut, weil hier an zwei Stellen durch diese Bögen offensichtlich Sterne überdeckt wurden, die da irgendwann mal da vorhanden sind. Das heißt, es wurde einfach später hier das drauf drapiert. Und auf der anderen Seite wurde ein Stern, der ansonsten direkt am Rand sich befindet, wurde versetzt. Ein bisschen, damit es besser aussieht, damit es irgendwie passt. Und eben dieser versetzte Stern, das ist das identische Gold wie dieser Horizontbogen. Der andere Bogen ist, wie gesagt, verschwunden. Und das ist wiederum anderes Gold als der Rest der Sterne. Und es gibt sozusagen eine dritte Goldart, die sich nochmal frappierend unterscheidet von den anderen. Und das ist dieser Bogen hier unten. Und das wiederum deutet darauf hin, dass das in einer weiteren Extraphase hier eingefügt wurde. Auch das lässt sich so ein bisschen daran erkennen, dass das sehr knapp an diesem einen Stern dran klemmt, während ansonsten sehr auf
Abstand, Proportion so ein bisschen geachtet wurde und hier nicht so klemmig gearbeitet wurde. So, das allein konnte man durch die Goldfunde analysieren. Jetzt aber mal zurück zu dem eigentlichen Bildprogramm. Was wird hier eigentlich dargestellt? Und da fangen wir am besten mal mit den Sternen an. Und da ist eine Sache ganz auffällig, nämlich dieser Sternenhaufen aus 7 Sternen bestehend. Und ja, wer sich ein bisschen mit Astronomie auskennt, und an diesen Arbeiten waren viele Astronomen beteiligt, die erkennen sofort diese Konstellation als die Plejaden. Die Plejaden sind ein Sternhaufen, der, glaube ich, aus 1000 Sternen oder so besteht, den wir aber optisch mit eigenem Auge davon nur 6 bis 8 Sterne, meist manchmal 10 Sterne erkennen können. Aber die Plejaden sind schon in der Antike eine wahnsinnig bekannte Sternkonstellation. Man kennt sie eigentlich überall auf der Welt und häufig werden sie eben als 7 Sterne dargestellt, das Siebengestirn. Und insofern müssen wir davon ausgehen, dass hier also die Plejaden dargestellt werden. Nun hat man sich gefragt, insgesamt waren es mal, bevor diese zwei hier überdeckt wurden, waren es mal 32 Sterne. Nun hat man sich gefragt, ob die anderen 25 Sterne auch irgendeine Bedeutung haben, auch irgendein Sternbild darstellen. Und um das herauszubekommen, es fiel auf den ersten Blick nichts auf, hat man versucht, Leuten zu sagen, bitte platziert mal in so einer Konstellation 25 Sterne so bedeutungslos, belanglos wie möglich. Und hat dann die Abstände gemessen, wie die Leute das gezeichnet haben, hat Durchschnitte gebildet und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass tatsächlich die Verteilung der restlichen Sterne so extrem, wie soll ich sagen, bedeutungslos und damit schon wieder bedeutsam ist wie möglich. Es ging darum, den Rest der Sterne so zu verteilen, dass keine Auffälligkeit vorhanden ist und dass sich die gesamte Aufmerksamkeit auf eben diese Plejaden richtet. Die Plejaden sind schon in vorgeschichtlichen Zeiten so wichtig und relevant, weil sie zumindest sozusagen in unserer Hemisphäre ihr Verschwinden und Auftauchen etwas mit dem, ja, mit dem Jahreszyklus der Landwirtschaft zu tun haben. Die Plejaden sieht man nur im Winterhalbjahr und sie verschwinden im März, Mitte März und sie tauchen wieder auf Mitte Oktober. Und Mitte März bis Mitte Oktober ist im Prinzip in unseren Breitengraden genau also das bäuerliche Jahr. Diesen Zusammenhang kennen wir zum Beispiel bei Hesiod, der in einem Lehrgedicht genau diesen Zusammenhang erläutert, dass man mit dem Verschwinden der Plejaden mit der Aussaat beginnen soll. Und nun wird es interessant, nun kommen auch diese beiden Objekte ins Spiel. Nämlich, wenn im März die Plejaden verschwinden, in dem Moment gibt es immer einen zunehmenden Mond. Und wenn im Oktober die Plejaden wieder auftauchen, gibt es so eine Art Vollmond. Und insofern, der steht dann allerdings nicht in dieser Konstellation, sondern der Vollmond wäre auch auf dieser Seite. Also so sieht das am Sternenhimmel dann aus. Aber auf jeden Fall zeigen die Plejaden zusammen mit diesen Monddarstellungen im Prinzip das bäuerliche Jahr an. Soweit zu diesen Sternen und diesen beiden Mondobjekten. Kommen wir mal zu diesen Bögen hier an den Seiten. Und hier geht die Deutung dorthin, dass es sich tatsächlich nicht mehr um Objekte des Nachthimmels handelt, um Sterne und Mond, sondern um etwas, was mit der Sonne zu tun hat. Nämlich hier wird angezeigt die Position, wo die Sonne aufgeht und wo sie untergeht. Oder andersrum. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, welche Seite was repräsentiert. Das ist aber auch völlig egal für unseren Zusammenhang. Das repräsentiert also den Sonnenlauf, den jeweiligen Moment des Aufganges und den jeweiligen Moment des Unterganges. Sommersonnenwende, Wintersonnenwende, Aufgang, Untergang. Sind sozusagen die Strukturprinzipien dieser Seitenbögen. Kommen wir zum dritten Objekt hier unten, nämlich diesem etwas anders geformten Bogen. Und der lässt vielleicht den meisten Interpretationsspielraum. Über den wird vielleicht auch meistens diskutiert. Obwohl, da gibt es noch andere Sachen, die diskussionswürdig sind. Wie auch immer, Harald Meller und sein Team, die sind der Meinung, dass es sich hierbei nicht auch noch um eine andere Monddarstellung handelt, sondern um eine Darstellung eines Bootes. Die Rillen, die man hier sehen kann, ich halte es nochmal wieder ran, dass ihr vielleicht was erkennt, das könnten Planken sein. Und ja, das Boot ist im Zusammenhang mit der Sonne ein durchaus bekanntes Symbol. Also gerade in der ägyptischen Mythologie ist es eben ein Boot, was die Sonne
auf der anderen Seite gewissermaßen durch die Nacht bringt und dann wieder zu uns holt. Also da hat das Boot, das Schiff eine besondere Bedeutung als Sonnenbarke. Und sowas kennen wir dann auch etwas später aus der nordischen Mythologie. Das gleiche Konzept, die gleiche Idee. Und ja, der Gedanke ist tatsächlich, dass es so eine Art Mythentransfer gegeben hat, dass also diese Idee aus Ägypten langsam nach Mitteleuropa bis in den Norden gewandert ist und wir sie also hier zum ersten Mal in Europa sehen als Sonnenbarke, noch bevor sie in der nordischen Mythologie angekommen ist. Das Bemerkenswerte ist, dass wir bei den anderen Darstellungen eine sehr realistische, profane, klare Darstellung haben von astronomischen Zusammenhängen, während wir hier unten zum ersten Mal ein mythologisches Objekt auf dieser Scheibe haben. Und wenn das richtig ist, dass die Objekte unterschiedlich angebracht wurden und das vermutlich zum spätesten Zeitpunkt, könnte das ein Hinweis sein darauf, dass diese Scheibe einen Bedeutungswandel erfahren hat. Aber auch dazu später. Lasst uns nochmal zum Bildprogramm dieser Scheibe zurückkehren. Wir hatten ja gesagt, die Plejaden und diese Mondkonstellation, die zeigen den Beginn und das Ende des bäuerlichen Jahres an. Aber um ehrlich zu sein, das ist eine relativ banale Information und kein Bauer der Welt und auch früher nicht benötigte irgendwie so eine Scheibe oder benötigte überhaupt diese Information, um zu wissen, wann er anfangen sollte auszusehen oder wann er mit der Ernte abgeschlossen sein sollte. Das ergab die Erfahrung, so viel Wissen war dadurch die Beobachtung der Umwelt. Also eigentlich ein banales Wissen, auch zu dieser Zeit, was hier festgehalten wurde. Insofern, sie sind dran geblieben und haben vor allem alle möglichen Ideen auch gesichtet, die ihnen Leute geschrieben haben dort in der Landesarchäologie. Und unter anderem kam nach mehreren Jahren wohl ein Schreiben eines Hamburger Astronomen Ralf Hansen vom Planetarium Hamburg, der eine wirklich wahnsinnig faszinierende Entdeckung gemacht hat an dieser Scheibe und eine faszinierende Theorie aufgestellt hat. Und das haut euch um, pass auf. Der hat sich vor allem diesen Mond angeguckt und hat auf den ersten Blick gesagt, der Mond sieht irgendwie ziemlich plump aus, seiner Meinung nach, ungewöhnlich. Und hat dementsprechend geforscht zum Thema Mond- und Plejadenkonstellation und hat gefunden in babylonischen Keilschriften, die jetzt bekannt sind, aber in anderem Zusammenhang, hat tatsächlich eine Regelung gefunden, eine Schaltjahresregelung, die da lautet, und jetzt wird es kompliziert, die im Prinzip, oder wir vereinfachen es erstmal, die sagt, wenn der Mond so in einer bestimmten Konstellation steht, dann muss man einen Schaltmonat einschieben. Nicht Schaltjahr, sondern Schaltmonat. Er ist darauf gekommen, indem er sich angeguckt hat, wie steht das Verhältnis dieses Mondes, wenn man das als vollen Mond darstellen würde. Und dann kam er darauf, dass der Mond etwa 4,5 Tage alt ist, sozusagen nach Neumond. So, und das ist jetzt ein entscheidender astronomischer Berechnungspunkt. Jetzt müssen wir uns mal mit der Kalenderproblematik beschäftigen. Und das ist ein bisschen kompliziert. Also jeder, der einen Kalender macht, steht vor dem gleichen Problem, dass er irgendwie den Mondzyklus mit dem Sonnenzyklus irgendwie übereinander bringen muss. Der Mondmonat, und das ist sehr, also der Mond, der definiert gewissermaßen eigentlich den Monat, weil man das sehr klar messen kann vom Vollmond zum nächsten Vollmond oder vom Neumond zum nächsten Neumond, der geht in der Regel 29,5 Tage. Die Sonne wiederum, mit der Sonne können wir den Tag messen und das Jahr messen. Und ein Sonnenjahr geht eben nicht 29,5 mal 12, sondern da fehlen dann immer noch 11 Tage. Ein Sonnenjahr geht 11 Tage länger als ein Mondjahr. Und das ist jetzt ein Problem. Und wie haben die Babylonier das Problem gelöst? Sie haben gesagt, dass nach jedem oder nach jedem, in jedem dritten Jahr muss, oder nach jedem dritten Jahr, 3 mal 11 sind 33 im Übrigen, muss man einen Monat in etwa hinzufügen. So, das haben die sozusagen als Schaltregel eingeführt. Und das ist jetzt sozusagen das Ding, was wir hier wiederfinden. Und zwar ist die Aussage also so in dieser babylonischen Keilschrift, dass gesagt wird,
Wenn in einem Monat der zunehmende Mond, in dem Monat, wo die Plejaden da sind, wenn der zunehmende Mond bei den Plejaden am nahesten steht, am ersten Tag dieses Monats, dann ist alles in Ordnung. Wenn er aber erst am dritten Tag des Monats bei den Plejaden steht, in Konjunktion, dann muss man diesen Schaltmonat einführen. Und eben, wenn er am dritten Tag dort steht, dann ist er eben dicker. Das ist der entscheidende Punkt. So. Und das zeigt das hier an. Also wenn die Konstellation so ist am Himmel, dass die Plejaden da ist und der zunehmende Mond in etwa so dick ist, dann ist der Schaltmonat einzusetzen. Das ist sozusagen die Regel, die hier dokumentiert wird. Aber liebe Leute, das war es noch nicht, sondern dem Ganzen wird jetzt noch eine Krone aufgesetzt. Denn es gibt noch eine zweite Ebene der Kodierung dieser Schaltregel. Und die liegt jetzt hier in diesen Sternen begründet. Wir hatten ja gesagt, es gibt 7 plus 25 Sterne. Zwei sind überdeckt, aber ursprünglich gab es 25. Das heißt 32 Sterne. Und vielleicht merkt ihr es schon. Ich hatte ja gesagt, die ursprüngliche Regel war, wenn also im ersten Frühlingsmonat, im letzten Monat, wo die Plejaden zu sehen ist, wenn da am ersten Tag der Mond so steht, dann ist alles gut. Wenn er erst am dritten Tag so steht, dann muss man Schaltmonat machen. Und wenn man jetzt aber das zählt vom Vormonat des Frühlingsmonats, ist sozusagen der Normalfall 29 Tage, dann ist alles gut. Aber wenn es am dritten Tag, also nach 32 Tagen ist, dann muss der Schaltmonat eingeführt werden. Das heißt, die Zahl der Sterne weist auch nochmal auf diese Schaltregel hin. Das heißt, diese Schaltregel ist in der ursprünglichen Himmelsscheibe doppelt kodiert gewesen. Und das, Leute, liebe Leute, mich haut das total um. Wahnsinn. Ich find's unglaublich. Okay, lass uns nochmal die Entwicklung der Scheibe zusammenfassen, was mit ihr passiert ist. Wir haben fünf Phasen. Die erste Phase ist das die Originalherstellung. Bronzescheibe, 32 Sterne plus diese Mondobjekte. In einer zweiten Phase werden hier diese Horizontbögen aufgesetzt und ein Stern versetzt und zwei werden überdeckt. Und dass die jetzt überdeckt werden, lässt möglicherweise vermuten, dass in dieser Phase die ursprüngliche Bedeutung schon unbekannt geworden ist, dass die vergessen haben, was eigentlich der Sinn der Sache gewesen ist. Oder zweite Möglichkeit, sie sagen, es reicht sozusagen die eine Kodierung. Wir fügen einfach noch eine Zusatzinformation hinzu mit diesen Sonnenhorizontbögen. Dieses Wissen, was hier hinzugefügt wird, ist kein bronzezeitliches Wissen, sondern das ist schon steinzeitliches Wissen. Also mit Sonnenaufgang und Sonnenuntergang kann sich schon die Steinzeitmenschen auf. Aber hier kommt sozusagen eine neue Bedeutungsebene hinzu, überdeckt ein Teil der Kodierung. Aber das ist interessant und unklar, was das eigentlich bedeutet. Das ist sozusagen Phase 2. Phase 3 ist das Hinzufügen dieses Bogens, der möglicherweise ein Schiff ist und der ebenfalls möglicherweise darauf hindeutet, dass diese ganze astronomische, technische, klare Kodierung hier plötzlich möglicherweise an Bedeutung verliert oder einfach durch ein mythologisches Element komplett nochmal ergänzt und ersetzt wird. Aber auf jeden Fall hat das Ganze ja irgendeine Veränderung erlebt das. Die vierte Phase ist, dass hier in dieses Objekt diese Löcher reingestanzt werden und man geht fest davon aus, dass das dafür gemacht wurde, dass man das irgendwo befestigen konnte. Entweder so mit Lederriemen an einem Holzgestell, sodass das vor sich hergetragen werden konnte, oder dass es irgendwo aufgenagelt werden konnte. Und auch da sieht es plötzlich so aus, als würde das wie ein Kultobjekt irgendwo rumgezeigt, rumgetragen, in Prozession benutzt worden sein oder ausgestellt worden sein, wie auch immer. Also auch dort weist das auf irgendeinen Bedeutungswandel hin. Und dann haben wir natürlich die fünfte Phase und das ist die Phase, in der dieses Ding vergraben wurde. Und es wurde nicht einfach verbuddelt, es wurde nicht versteckt, sondern die Art und Weise, wie das dort eingegraben wurde, nämlich mit diesen Grabbeigaben, deutet darauf hin, dass dieses Objekt wie ein Fürst behandelt wurde und ja, mit irgendeiner bewussten Absicht, mit einer kultischen Handlung vielleicht in den Boden gebracht wurde. Auf jeden Fall mit hoher Bedeutung. Es ist nicht einfach zufällig da hineingeschmissen worden. Also diese fünf Phasen erkennen wir hier und diese fünf Phasen verweisen nun ganz eindeutig auf den Menschen, der oder die Menschen, die mit diesem Objekt unterschiedlich umgegangen sind. Und das heißt, alle Fragen, die jetzt
auftauchen, die kann man nur beantworten, wenn man sich klar macht, in welchem Kontext eigentlich diese Scheibe erstellt wurde, benutzt wurde. Was waren das für Menschen, die das hier geschaffen haben und genutzt haben, vielleicht angebetet haben, wie auch immer. Und das ist der zweite große Teil, mit dem sich diese Autoren beschäftigen. Und das soll auch, ja, Thema eines zweiten Videos werden, denn hier gehen sie noch mal viel, viel weiter und radikaler und entwerfen, ich kann es schon ein bisschen vorwegnehmen, die Theorie, dass es eine bis heute für uns unbekannte Hochkultur gegeben haben muss in unseren Breitengraden zu einer Zeit, von der man das niemals vermutet hätte. Also, bis zum nächsten Video. Macht's gut, euer Steinwallen.